Ich glaube, wenn Sie den nächsten Teil machen, dann sollten Sie im deutschen Verleih vielleicht überlegen, ob Sie wirklich noch die Zahl dahinter schreiben wollen, weil wenn dann da steht Fast and Furious 9, ich weiß nicht, es wird vielleicht ein bisschen lächerlich. Der achte Teil der Reihe Fast and Furious mit dem Namen The Fate of the Furious wegen 8. Versteht ihr? Ja, da fanden sie sich wieder ganz, ganz witzig, obwohl das könnte eigentlich auch von mir kommen. Eigentlich finde ich es ziemlich gut. In diesem Film geht es wieder einmal um die Gang, um Dominic Toretto. Nur, dass sich Dominic Toretto auf einmal gegen seine Familie stellt und auf der Seite von einer Cyberterroristin namens Cypher steht, gespielt von Charlize Theron, und sein Team muss ihn aufhalten und verbündet sich mit Jason Statham aus Teil 7, wenn ihr euch daran noch erinnert, was eigentlich ziemlich cool ist, und dann versuchen sie natürlich irgendwie Dominic Toretto aufzuhalten. Das ist eigentlich der ganze Plot, aber wen kümmert schon der Plot in diesem Film, wenn man sich mittlerweile beim achten Teil der Reihe befindet? Ja, ich muss sagen, als der siebte Teil damals rauskam, da war ich schon nicht so begeistert von diesem Ding und hatte auch beim achten Teil nicht so richtig Bock, muss ich sagen, aber es ist nun mal Fast and Furious und es ist Tradition, dass ich mir irgendwie diese Filme mit ein paar Kumpels im Kino reinziehe, weil das haben wir, glaube ich, ab Teil 4 damals gemacht, und es macht immer noch Spaß. Und ich muss sagen, dieser achte Teil gefiel mir um einiges besser als der siebte Teil, was vor allem daran liegt, dass der ganze Grund, warum ich diese Reihe eigentlich so sehr ins Herz geschlossen habe, die Charaktere wirklich sind. Und mir ging es nie eigentlich um die fette Action, und ja, natürlich, klar, deswegen machen die Filme ja Spaß, aber hauptsächlich wegen der coolen Figuren eigentlich, weil ich Brian O'Connor so mochte, weil ich seine quasi Beziehung mit Dominic Toretto immer sehr interessant fand, weil ich The Rock geil finde in den Filmen, weil ich Han und Roman und Ludacris immer cool fand in den Dingern, und deswegen komme ich auch immer wieder zurück zu diesen Filmen, und die Charaktere waren in diesem Teil definitiv auch das Coolste. Wir haben hier definitiv auch ein paar Figuren aus den anderen Teilen, die hier wieder auftauchen, schon eher so Cameo-artig, was man nicht unbedingt kommen sieht. Aber vor allem auch, dass man hier Jason Statham wieder zurückgeholt hat aus Teil 7. Und ich muss sagen, Jason Statham macht in diesem Film definitiv am allermeisten Spaß, vor allem in den Szenen, die er zusammen hat mit The Rock. Auch wenn man sich irgendwie fragt, okay, die verbünden sich jetzt mit dem Typen, der mindestens ein Teammitglied von denen auf dem Gewissen hat, wo sie im letzten Teil noch so waren, oh, da gibt's aber richtig Zoff jetzt und das ist jetzt eigentlich alles egal. Gut. Aber ja, und vor allem auch die ganze Begründung, warum Dominic Toretto sich gegen das Team gestellt hat, das fand ich ganz cool, und da war der emotionale Kern des Films dann doch da, und ich muss sagen, dieser Film hat sein Herz am rechten Fleck, und das ist so eine Sache, was mir in dem siebten Teil an sich schon irgendwie gefehlt hat, weil das war nur Action-Orgie die ganze Zeit. Und am Ende halt diese schöne Szene mit Paul Walker, aber das war's dann irgendwo, und ich hatte das Gefühl, im achten Teil bekomme ich da ein bisschen mehr das, warum ich ursprünglich Fan der Reihe geworden bin. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, vor allem die erste Hälfte macht extrem viel Spaß. Da haben wir sehr, sehr viele, sehr coole Action-Szenen, die ziemlich abgehen, die aber noch nicht zu abgehoben sind, finde ich. Und dann allerdings in der zweiten Hälfte kommt dieser Film daher mit viel so Szenen, vor allem diese eine Szene, die man ja schon im Trailer gesehen hat, wo die ganzen Autos ferngesteuert werden und so. Ach, das war so diese eine Szene, wo ich so dachte, okay, das ist mir jetzt auch schon wieder ein bisschen too much. So, und ja, dieser Film geht auch wieder viel zu lang, meiner Meinung nach. So über 2 Stunden tun da überhaupt nicht Not. Wirklich 2 Stunden wäre Grenze gewesen bei diesem Ding. Weil der Plot ist dann doch so dünn im Endeffekt und ist so ausgedehnt, einfach nur mit Action-Szenen, die meiner Meinung nach auch viel zu lang gehen. Denn egal, wie weit man das steigert, ja, das Ding ist ja, dass die sich immer weiter vom Realismus entfernen. Und ja, an sich ist es cool, aber sowas will ich lieber sehen in G.I. Joe oder so, ne, wo ich mir die Filme angucke, weil sie so cool over the top gemacht sind. Und weil das ja auch irgendwo cartoonhafte Filme sind. Aber The Fast and the Furious war im Ton her, finde ich, auch immer relativ ruppig. So gehalten, ne? Und das wird jetzt immer, immer cartoonhaftiger so. Und das gefällt mir eigentlich nicht so an der Reihe. Und deswegen auch gerade dieses ganze Finale, wo sie da auf dem Eis rumfahren mit dem U-Boot und so weiter. Auch wenn's cool und spektakulär anzusehen war, war es mir alles irgendwie ein bisschen zu over the top und hat mich gerade im Gegensatz zu solchen Action-Szenen wie zum Beispiel im fünften Teil, wo sie diesen Tresor in Rio hinter sich herziehen, relativ kalt gelassen, ne? Da fand ich das aus den vorhergegangenen Teilen irgendwie... Irgendwie hat mich das alles mehr mitgerissen. Ja, und gerade auch so bei Charlize Theron, bei Cypher, ihre Figurenmotivation ist ein wenig fragwürdig, und wie der ganze Plan nachher, der so aufgedeckt wird, die ganzen Twists, wie das so wirklich Sinn ergibt.
hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, dieser Film ist unterhaltsam und er macht Spaß. Und Fans der Reihe werden zufrieden sein. Und ich fand, der Film war okay, aber es war jetzt nichts, woran ich mich noch irgendwie ewig erinnern werde. Und unter Strich muss ich wahrscheinlich auch sagen, nach dem siebten Teil ist für mich mit der Reihe irgendwo Schluss, weil das war auch so der schöne Abschluss mit Paul Walker, auch wenn ich den siebten Teil nicht wirklich mochte. Und ja, ich gucke mir die nächsten Teile, klar, auch immer noch an, so, aber für mich ist es nicht mehr so das Fast and Furious, was für mich die Reihe ausgezeichnet hat. Und damit meine ich gar nicht mal so dieses Straßenrennen-Ding, weil das war für mich eh immer nicht so interessant, sondern irgendwo dieses beinharte Auto-Action, ja, und jetzt ist es halt mehr so over-the-top, es ist lustig, Auto-Action. Im Endeffekt gebe ich dem Film 6 von 10 Punkten. Kann man sich geben, muss man nicht, meiner Meinung nach. Für mich ist nach Teil 7 jetzt irgendwo Schluss und alles, was jetzt kommt, ist, kann man mal gucken. So, dann habt ihr den neuen Teil der Reihe gesehen. Schreibt mir unten drunter in die Kommentare, hat die Reihe noch Drive oder ist da langsam so die Luft raus? Gut. Ich gehe einfach. Tschüss.